Vor 10 Tagen habe ich diese kleinen Setzlinge in unser hydroponisches System eingesetzt. Heute schauen wir mal, wie sich die Wurzeln entwickelt haben. So sehen die jetzt aus, die 3 Setzlinge. Haben sich schön entwickelt, sind schön groß geworden. Ich weiß auch gar nicht mehr, was für ein Gemüse das war. Von der Blattformung her würde ich jetzt sagen Gurke, aber sicher bin ich mir nicht. Dann schauen wir uns mal die Wurzeln an. Ganz langsam rausholen. Und da hat sich auch einiges getan. Das ist ja ein Wurzelteppich fast schon. Sehr, sehr gut. Beim zweiten, da haben wir auch ein ordentliches Wurzelwachstum. Nicht so wie beim ersten, aber es ist einiges nachgewachsen. Die Steinwolle hole ich jetzt übrigens auch raus. Sie sind kräftig und groß genug, dass sie jetzt nicht mehr durch das Loch fallen. Und wieder rein ins hydroponische System, damit die Wurzeln ihr Wasser bekommen. Und hier nochmal die Wurzeln vom dritten. Sind auch schön gewachsen. Nicht so groß wie beim ersten, aber dennoch ein tolles Wurzelwachstum. Die Steinwolle habe ich auch hier rausgemacht. Mal schauen, wie die Wurzeln in 10 Tagen aussehen.